Alle Jahre wieder begeistert uns das Fest der Liebe mit seinen schönen Bräuchen wie dem Tannenbaum-Kettensägen-Massaker, dem Verpackungsmüll-Irrsinn und natürlich dem unvermeidlichen Fondue. Das stinkt die ganze Bude nach Fett. Furchtbar. Kinder quengeln im Spielzeugladen, Väter lechzen in der Kirche nach einem kühlen Bier. Ich sitze immer oben bei der Orgel neben dem Flötenkreis und weiß dann danach, wieso ich meiner Tochter verboten habe, Flöte zu lernen. Und Mütter stehen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Meine Mutter bekommt ja jeden zweiten Tag einen Nervenzusammenbruch, meinetwegen. Und das hat mit Weihnachten nichts zu tun. Es gibt literweise Glühwein. Ich trinke generell kein Alkohol. Je mehr, desto besser. Ja, finde ich auch. Der schreckliche Lichterkettenwahnsinn und selbst die Tannenbäume sind nicht mehr das, was sie mal waren. Last Christmas I gave you my heart. Alles, was Ihnen an Weihnachten so richtig auf die Nerven geht, von A bis Z, jetzt. A wie Adventskranz. Der Adventskranz ist genauso alt wie die Frage, ob es Adventskranz, Adventkranz oder nadelndes Scheißding heißt. Adventskranz war einmal ein Wort, was ich früher nie aussprechen konnte. Es hatte für mich einfach zu viele TS-Laute, Adventskranz. Und hatten wir aber natürlich als vorbildliche Katholiken gehabt. Ach, Adventskranz, das ist der Kranz, der aus Advent besteht, wollte ich gerade sagen, mit vier Kerzen drauf. Baby, I'm too. Kaum ist es Mitte Oktober, rennen Frauen in den Bastelladen, kaufen sich ein Hämorrhoidensitzkissen und stechen wie wild Tannenzweige rein. Dann kommen noch ein paar hässliche Kerzen drauf, giftigen silbernen Autolack drüber gesprüht und fertig ist der Adventskranz. Da sind schon die Kugeln dran, die Kerzen stehen dran. Es ist schön, sinnlos, aber einfach schön. Ich hänge mir, glaube ich, ein ins Wohnzimmer, so einen riesengroßen Kranz. Und dann setze ich mich da drauf und schaukel ein bisschen. Das ist wie auf der Kinderspielplatz, diese Schaukelung. Und so. Ich finde das schön. Es gibt auch eine Männervariation mit 4 Flaschen Wodka Gorbatschow. Und an jedem Adventssonntag darf man dann eine leer trinken. Die andere Männervariation funktioniert so. Ein schwarzes Unterhemd so lange anbehalten, bis sich zum 4. Advent ein kreisrunder Schweißkranz auf dem Rücken gebildet hat. Doch was macht man mit dem Adventskranz, wenn die Weihnachtszeit vorbei und in der Mülltonne kein Platz mehr ist? Hier ein paar Vorschläge. Er lässt sich auf Reisen prima als Toilettensitzring verwenden, bitte aber vorher die Kerzen entfernen. Als Knabberring für Ponys, Hula-Hoop-Reifen, Lenkrad-Schonbezug, oder einfach über frisch gebackene Waffeln halten, kurz schütteln und mit Tannennadeln bestäuben. Mmh, lecker. Also für Adventskränze habe ich nichts übrig. Ich bin eher ein Fan von Kronen und Hüten, ehrlich gesagt. B wie Betriebsweihnachtsfeier. Wer seine Kollegen und Mitarbeiter mal nackt erleben möchte, für den gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man trifft sie unvorbereitet in der Sauna oder veranstaltet eine Betriebsweihnachtsfeier. Die Weihnachtsfeier ist der Moment im Geschäftsjahr, an dem Lohnbuchhalter mal komplett freidrehen können. Ja, das ist das Grausamste an Weihnachten überhaupt. Also da kann ich überhaupt nicht drauf. Ich bin ja Weihnachtsfetischist, aber Betriebsweihnachtsfeiern ist das Allerschlimmste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Nach Karneval, das zweitgrößte Fest, wo beschissen wird, was nur geht, glaube ich. Ja, so richtig mit Ausflippen, Party feiern und mal was Verrückteres machen, als nur eine Bewirtungsquittung falsch herum in den Aktenordner einzusortieren. Betriebsweihnachtsfeiern sind immer was ganz Peinliches, weil sich immer 1-2 Leute total besaufen. Heute popp ich alle meine Kolleginnen durch, ich trinke Grog bis zum Umfallen und dann geht das richtig ab. Das sind Weihnachtsfeiern. Unglaublich witzig. Zu Anfang verläuft es noch ganz ruhig. Man sitzt zusammen und kaut Plätzchen. In manchen Betrieben aufgrund der Sparlage nur diese leckeren, knusprigen Verpackungswürste. Und man nimmt schon mal Wetten an, wer wann mit wem auf dem Kopierer landet. Oh, das kann schon manchmal ganz böse enden. Aber Weihnachtsfeiern ist natürlich immer top. Ja, bei Betriebsweihnachtsfeiern werden viele Kinder gezeugt. Das ist sehr wichtig. Wir brauchen das, damit wir Deutsche nicht aussterben.
Und der Beckenbauer hat es ja vorgemacht. Tassen Glühwein später. Die graue Maus vom Empfang hat sich in Gina Wild verwandelt. Das für teuer Geld engagierte George Michael Double ist unfassbar schlecht. Und der Geschäftsführer erzählt im Vollrausch, dass im nächsten Jahr nun doch 500 Stellen abgebaut werden. Komm, wir trinken noch zwei. Nicht nur die Stimmung ist im Arsch, sondern bei Herrn Lohse vom Außendienst plötzlich auch der Bürotacker. Abends um 9 ist dann nur noch der harte Kern anwesend und der Mitarbeiter mit dem Bürotacker liegt in der Urologie. Tja, und man selbst grübelt die ganze Nacht, weil man nicht mehr weiß, ob der Herr Meier aus der Lizenzabteilung es wirklich ernst gemeint hat mit dem Heiraten und so. Spaß muss sein, wenn man sich danach noch im Spiegel anschauen kann und sagen kann, mein Gott, ich hatte gestern einfach nur Spaß, es war super gut. Und man kein schlechtes Gewissen haben muss, untreu geworden zu sein. Ja, so passiert es jedes Jahr beim FC Bayern. C wie Christbaumschmuck. Jedes Jahr zu Weihnachten steht man vor dem gleichen Dilemma. Die Bude müsste mal wieder so richtig auf Vordermann gebracht werden. Doch wohin mit all dem Kleinkrempel, den man nicht mehr verstauen oder wegschmeißen kann? Richtig, man hängt es als Dekoration an den Weihnachtsbaum, den man vorher vom Nachbarsgrundstück geklaut hat. Das ist zum einen billiger, sieht aber auch besser aus, als irgendwelchen hässlichen Nippes an die Zweige zu hängen. Ich werde dieses Jahr mal mir ein Thema suchen, wo man sagt, zum Beispiel Fischkugeln. Es gibt mittlerweile Fisch-Christbaumkugeln, die vorne sogar Magnete haben, sich küssen. Und sowas werde ich mir an den Weihnachtsbaum hängen. Es ist zwar völlig scheiße, aber mal einfach mal was Neues wagen. Außerdem ist es auch viel kreativer. Das Basteln mit Hausmüll macht richtig Spaß und hält einen vom Trinken ab. Muttis rosa Leggings schneidet man in dünne Streifen und fertig ist das Lametta. Eine Sache ist eine absolute Todesstrafe. Lametta. Lametta gehört nicht an den Weihnachtsbaum. Nach Hartz IV schmücken viele ihre Tanne ja nicht mehr mit Lametta, sondern mit vergammeltem Sauerkraut. Mit etwas Mühe lässt sich aus Staubsaugerfuseln und Spinneweben so ein stimmungsvoller Watte-Weihnachtsstern basteln. Ist man zu faul, alte Glühbirnen zum Altglascontainer zu bringen, einfach in abgelaufenen Curry-Ketchup tauchen und aufhängen. Wir haben sogar Freunde, die haben einen Hund und deswegen kommen Würstchen an den Weihnachtsbaum. Die esse ich dann zwar meistens, aber also alles drauf. Aus alten, unzähligen IKEA-Imbusschlüsseln lassen sich prima Zuckerstangen basteln. Und anstatt teurer Holzfigürchen machen sich auch alte Teebeutel sehr schön als Anhänger. Sie sehen, Christbaumdekoration muss nicht teuer sein, um keinen Spaß zu haben. Viel Glück beim Nachbasteln. D wie Datteln. Was wünschen sich Jungs zu Weihnachten? Na, genau, so richtig ordentlich was zum Daddeln. Also rennt Mutti mit den Nerven runter los und kauft eine Xbox oder eine Playstation, damit Ruhe ist unterm Christbaum. Doch lassen wir einmal das Wortspiel beiseite und reden wir über das, was gemeint ist, die Dattel. Ein Früchtebrot auf einem deutschen Weihnachtsmarkt besteht zu 50% aus Baumharz, zu 40% aus alten Hagebuttenteebeuteln und die restlichen 10% sind vertrocknete Datteln. Das bringt man dann den Kindern nach Hause, sagt, Datteln seien was Gesundes zum Naschen und die schmeißen dann die ollen Früchtebrotstrohlen auf dem Pausenhof in den Mülleimer. Es sei denn, Mutti schmiert Leberwurst drauf, dann schmeckt man den furchtbaren Rest nicht so. Das sieht immer aus wie so eine Klaviatur des Grauens eigentlich. So, eigentlich sehen die immer aus wie die Fingerkuppen von Mumien. Ne, so, die kommen auch irgendwie aus Ägypten. Das ist so ein bisschen unheimlich, aber unheimlich lecker. Datteln sind außerdem eine kostengünstige Alternative zum Zahnarztbesuch, wenn es darum geht, sich beim Dattelnaschen alte Plomben selbst aus den Kauleisten zu ziehen. Da sind diese süßen Stücke schwarzer Plastik, was irgendwie am Ende vom Weihnachtsfest immer als letztes im Teller bleibt. Ne? Tja, was gibt es noch zu sagen über die tollste Frucht der Welt? Die Dattel ist schon seit Generationen ein altes Hausmittel gegen gute Laune. Einziger Nachteil, wer schon einmal nach dem Genuss von einem Pfund Datteln aufs Klo musste, der weiß, zum nächsten Weihnachtsfest können Sie schon mal eine neue Schüssel auf den Wunschzettel schreiben. Cheerio! Wie einmal im Jahr in die Kirche gehen.
Es gibt nur eine Sache, vor der kleine Kinder mehr Angst haben als vor Knecht Ruprecht. Dem Kirchgang. Und nicht nur Kinder. Auch für viele Ehemänner heißt es an Heiligabend um 18 Uhr ab in die Kirche. Wenigstens einmal im Jahr Mutti zuliebe. Einmal im Jahr in die Kirche gehen, rechts ein Kinderhändchen, links ein Kinderhändchen und dann mit roten Backen in der letzten Reihe stehen und darauf warten, dass man nach Hause gehen kann. Wen es ganz schlimm erwischt, der muss sogar in die Mitternachtsmesse. Und das nach 3 Flaschen Rotwein und einer halben Weihnachtsgans. Ich sitze immer oben bei der Orgel neben dem Flötenkreis und weiß dann danach, wieso ich meiner Tochter verboten habe, Flöte zu lernen. Bei den Evangelischen geht es übrigens besonders langweilig zu, während bei den Katholiken wenigstens noch Stimmung in der Bude ist. Also, viel Spaß in der Kirche oder machen Sie es doch wie Olli P. Oh, also dieses eine Mal habe ich die letzten Jahre aber auch verpasst, weil immer wenn dann alle in die Kirche gehen, dann muss ich aus Versehen den Weihnachtsbaum schmücken oder staubsaugen oder so. Ich war schon länger nicht mehr in der Kirche und vielleicht gehe ich dieses Jahr auch mal wieder nicht hin. F wie Fondue. Für ein perfektes Weihnachtsfondue nehme man einen großen Batzen Schweinefleisch, einen großen Batzen Hühnerfleisch und einen großen Batzen Rindfleisch. Wenn die Kohle nicht reicht, tun's aber auch 3 Dosen Hundefutter. Einfach die Brocken abwaschen, das merkt kein Mensch. Dann kann's losgehen. Ganz wichtig, merken Sie sich, welche Farbe die Fondue-Gabel hat. Dann gibt's hinterher keinen Streit. Das stinkt die ganze Bude nach Fett. Furchtbar. Ja, lecker Fett. Nun muss man nur noch so viel Fleisch auf die Gabel spießen, wie es nur irgendwie geht. Jetzt noch aufpassen, dass sich die Gabel nicht verhaken, sonst fällt das ganze Fleisch ab. Oh Mann, da verliere ich immer die Hühnerstückchen in der Plörre. Nach 3 Stunden Fondue versorgt jetzt jeder die Brandverletzung des Menschen links neben ihm und die Bescherung kann beginnen. Letztes Jahr hat der Tisch gebrannt. Meine Eltern sind aber relativ ruhig geblieben. Mein Geheimtipp, wenn zu Weihnachten die Getränke alle sind, im Brenner vom Fondue ist meist noch eine Menge Spiritus. Geh wie Glühwein. Wussten Sie, warum kurz vor Weihnachten die Flüge immer teurer sind als sonst? Richtig, weil das Kerosin für den Glühwein auf deutschen Weihnachtsmärkten gebraucht wird. Montagmorgen 8 Uhr. Ein Tankwagen des Kölner Flughafens macht sich auf den Weg zum Weihnachtsmarkt am Dom. Das Kerosin wird in die Glühweinpipeline gepumpt, ein paar Nelken und Orangenschalen reingeschmissen, kurz ziehen gelassen und dann für 7 Euro die Tasse verkauft. Als man 16 war und dann noch halt einen Glühwein getrunken hat, war es natürlich Hacke, wie weiß ich wer. Und dann war alles möglich. Das war super. Da bin ich schon so ein paar Mal auf dem Weihnachtsmarkt abgestürzt. Aber es gehört halt auch dazu. Ich habe vom letzten Jahr noch 2 Flaschen da. Ich sollte die langsam mal wieder aufwärmen. Ein weiterer Hauptbestandteil des Glühweins ist Zucker. Der sorgt für die heftigen Kopfschmerzen und die nötige Aggressivität, sich am Bratwurststand durchzuschlagen. Deswegen schaffe ich das auch nie, rechtzeitig meine Weihnachtsgeschenke zusammenzukriegen, weil ich stehe immer irgendwo an einem Glühweinstand und bin dann hinter so besoffen, dass ich nicht mehr weiß, was ich kaufen soll. Aber du kannst auch in dem Zustand keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Also es ist ein bisschen fatal mit dem Glühwein, aber lecker. Das Tolle am Glühwein, will man nach 10 Tassen noch mit seinem Auto nach Hause fahren, bekommt die Tür vom Golf aber nicht auf, lässt er sich auch prima als Türschlossenteiser verwenden. Gute Fahrt! Wie Harmonie. Der Begriff Harmonie, griechisch Harmonia, bezeichnet ein Ebenmaß, einen Einklang, eine tiefe innere Gemeinsamkeit oder anders gesagt, genau das Gegenteil einer durchschnittlichen deutschen Familie. Diese angespannte Stimmung, man muss ja diese Harmonie spätestens bis 18 Uhr wiederhergestellt haben. Man hat sich den ganzen Tag angeschrien, den ganzen Tag war Stress, irgendwas ist vergessen worden, du bist ja sowieso blöd und was sowieso, du wirst wieder nicht fertig, was soll die Scheiße, braucht man doch alles gar nicht. Und man ist angespannt, man hat sich schon eine halbe Flasche Schnaps intus, man ist angespannt bis zum Abwinken und dann denkt man aber, bis 18 Uhr haben wir Harmonie. Dann hat man so 3 Minuten und dann knallt es wieder. Schön.
Zu Weihnachten, da ist doch immer die Hölle los zu Hause. Da streiten sich doch alle, das ist doch klar. Richtig. Und um das zu verhindern, präsentieren wir Ihnen jetzt den großen Pro7 Harmonie-Ratgeber. Zuerst kaufen Sie jede Menge kitschigen Mist und hängen ihn an den Baum, ans Fenster, an die Tür, völlig egal. Viel hilft viel. Dann beleuchten Sie das ganze Haus mit so vielen Lichterketten und Weihnachtsmännern, dass das örtliche Kraftwerk in die Knie geht, denn auch hier gilt die Regel: je heller, desto Harmonie. Dann gehen Sie in die Kirche, bezahlen Ablass und lassen sich von so einem hier zulabern. So, jetzt können Sie nicht mehr klar denken. Und diesen Zustand nennt man dann Harmonie. Am entferntesten Punkt auf der Welt ballern sich die Leute zwar gegenseitig noch ab, aber man kriegt davon ja nichts mit, weil Weihnachtszeit ist. Alle sind fröhlich und friedlich. Aber jetzt seid mal alle lieb, weil jetzt ist doch Weihnachten. Ivy Instant Schnee. Zu einem gelungenen Weihnachtsfest gehört neben viel Alkohol vor allem Schnee. Das Problem, weiße Weihnachten gibt es in Deutschland nur noch selten. Ich bin stark für die Errichtung von Schneekanonen jetzt hier in ganz Nordrhein-Westfalen. Ich will bitte wieder weiße Weihnachten haben. Letztes Jahr war es, glaube ich, 25 Grad oder so. Es war unerträglich, viel zu warm für Weihnachten. Tja, was tun? Echter Schnee ist extrem teuer. Zuerst müssen spezielle Schneesuchhunde per Hubschrauber eingeflogen werden. Und hat eine dieser hochempfindlichen Spürnasen dann Schnee gefunden, wird er geerntet und für bis zu 5000 Euro das Kilo verkauft. Das können sich natürlich nur sehr reiche Leute leisten. Die Durchschnittsfamilie hat ja noch nicht einmal Geld für einen anständigen Elch. Doch zum Glück gibt es ja den Instant-Schnee aus der Sprühdose. Instant-Schnee ist genauso was Schreckliches wie Window-Colors. Ich bin kein Freund von künstlichen Dingen. Das müssten Sie jetzt mittlerweile mitbekommen haben. Wieso? Instant-Schnee ist eine tolle Sache. Das Beste an dem Zeug ist, es enthält extrem viel Lösungsmittel. Wenn Sie erstmal so 5 Pullen davon ins Wohnzimmer geblasen haben, dann fangen Sie fröhlich an zu halluzinieren. Und dann sehen Sie die tollsten Sachen. Zum Beispiel Katzen, die stille Nacht singen. Schön. Ja, noch eine Ladung Instant Schnee. Boah, das dröhnt. Oh, geil. Wie Jingle Bells. Sie können ihm nicht entkommen. Er wird sie finden, wo immer sie auch sein mögen. Der gnadenloseste Weihnachtssong aller Zeiten. Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. Es ist jedes Jahr das Gleiche, man kann es nicht mehr hören. Ja, aber was tun? Ins Ausland fliehen? Zwecklos. Jingle Bells ist überall. In die Kirche gehen? Nette Idee. Aber da haben sie die Rechnung ohne den Jingle Bells begeisterten Quasimodo gemacht. Jedenfalls nach 4 Wochen Adventszeit und Dauer-Jingle-Gebelle fängt man dann an, Stimmen im Kopf zu hören, die ganz schreckliche Dinge verlangen. Zum Beispiel diese Hunde sofort zu töten. Also ich hatte schon so richtige Wutanfälle bei dem Song. Allerdings, kein Song nervt mehr. Ja doch. Ja! Aufhören! Ich habe einen Weihnachtsbaum, den irgendwann mal die Toten Hosen mir zu Weihnachten geschenkt haben, der Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bell Rock singt. Und er bewegt sich dabei und macht den Mund auf und zu. Aha. Ja, sieh mal an.
So ein dermaßen bescheuertes Geschenk hätten wir auch nur von den Toten Hosen erwartet. Wir gehen aber jetzt schnell weiter zum nächsten Buchstaben, bevor noch mehr Tiere anfangen, Jingle Bells zu singen, ja? Bitte. Bitte! K wie Krippenspiele. Jedes Jahr zu Weihnachten geschieht es wieder. Die Kevins, Chantals und Melanies der Republik werden zu Maria, Josef und dem Christuskind. Keine Kirchengemeinde, die nicht ihr eigenes Krippenspiel auf die Beine stellt. Die besten Rollen sind heiß begehrt bei den Kindern, denn wer den Esel spielen muss, hat natürlich die Arschkarte gezogen. Ich war da auch ein paar Mal Opfer, ich musste Schaf spielen. Ich glaube, ich durfte da nie mitmachen. Nee, ich durfte, also ich war immer zu. Ich habe dann immer die falschen Texte gemacht und habe dann immer irgendwie hier die Schafe gepoppt oder irgendwie so eine Schweinerei. Ich wurde immer nach vorne geschickt, aber ich wollte immer nicht. Im Grunde sind Krippenspiele eine tolle Sache. Die Eltern freuen sich, ihre Blagen auf der Bühne zu sehen. Und wenigstens einmal im Jahr sind mehr als 3 Leute diesseits der 80 in der Kirche. Nachteile gibt's aber auch. So ein Krippenspiel ist die einzige Veranstaltung, bei der die schauspielerischen Leistungen noch schlechter sind als bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. LW Lichterkette. Jedes Jahr im November öffnen sich die Pforten der Hölle. Die Verdammten kommen aus der Garage heraus und bringen ihre Lichterketten mit. Dann klettern wieder Zahntechniker und Sparkassenabteilungsleiter aufs Dach ihres verklinkerten Eigenheims. Leider fallen sie nicht runter, sondern verlegen kilometerweise Lichterketten. Es gilt das gleiche Prinzip wie bei Silikonbrüsten. Bigger is better and too much is just enough. Mit fatalen Folgen. So merkte Heidemarie Görke aus Chemnitz erst beim erstaunten Blick auf ihren Stromzähler, dass die Beleuchtung ihres Eigenheims pro Tag genauso viel Strom verbraucht wie Rumänien in einem Jahr. Und wenn Hans-Manfred Klöser aus Peine seinen 4 Gigawatt schweren Lichterkettencluster ans Stromnetz der rheinischen Energiebetriebe anschließt, dann fallen im Kernkraftwerk Biblis die Sicherungskästen von der Wand. Ich finde das toll. Also das ist auch wieder so etwas, das muss man auch am besten an Hochhäusern machen, damit da auch wieder der Islamist weiß, wo er reinfliegen muss. Ich verstehe es nicht. Wir auch nicht. Vor allem stellt sich die Frage, wer rupft im Januar den ganzen Rotz wieder runter? Ich mache ja auch mal den Weihnachtsbaum. Auch mit vielen Lichtern und so weiter. Und ich habe immer keine so richtige Lust, die aber wieder denn da runter zu zerren und zu entwirren. Deswegen nehme ich immer eine große Schere und schneide die in große Stücke und kaufe eine neue. Jawoll, wegschmeißen und neu kaufen. Das ist der Geist, aus dem das Wirtschaftswunder gemacht ist. Vielen Dank. M wie Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs. Weihnachten ist schön. Gerade Mütter schwelgen jedes Jahr wieder in dem wohligen Gefühl, es der ganzen Familie recht machen zu müssen. Aber wenn dann alle Geschenke besorgt sind und die Lieben glücklich und dankbar sind, dann möchte man am liebsten... Genau, ausflippen. An Weihnachten habe ich immer gestritten, weil meine Schwester hat immer die ganz tollen Barbie-Puppen bekommen. Aha. Und ich habe immer Autos bekommen und ich fand das immer ganz schlimm. Ich wollte immer die Barbie haben, ja, weil ich denen immer die Haare machen wollte. Ist klar. Spannende Geschichte, du. Okay, wir spulen mal kurz vor. Beine auseinandergerissen, weil ich die dann so scheiße fand. Man sieht, Kinder können eine Last sein. Aber bevor sie die Blagen einfach beim nächsten Nikolaus abgeben, haben wir noch einen Familientipp für sie. Die hat gekocht, die hat gemacht, die hat getan und gemacht und wir hatten unseren Spaß und wir haben gegessen und Geschenke. Und am Ende waren wir alle glücklich, nur Mutter war irgendwie eingeschlafen, weil es einfach zu viel war. Also Leute, schont eure Mütter, macht einen Kartoffelsalat und ein paar Würstchen und lasst auch der Mama ihr Weihnachtsfest. Richtig, lasst auch der Mama ihr Weihnachtsfest. Bei folgender Situation wissen allerdings auch wir keinen Rat mehr. Mutter am Rande der... Nervenzusammenbruchs. Meine Mutter bekommt ja jeden zweiten Tag einen Nervenzusammenbruch, meinetwegen. Und das hat mit Weihnachten nichts zu tun. N wie Nordmann-Tanne. Der Christbaum. Formgewordene Bewunderung der Natur. Ausdruck tiefen Respekts vor Gottes Schöpfung. Aber nun genug gesülzt. Jung, schmeiß die Kettensäge an und dann ran an das Grünzeug. Jawoll, runter mit dem Scheiß! Jeder deutsche Haushalt braucht einen Weihnachtsbaum und am liebsten natürlich eine Nordmann-Tanne.
Die Wahl der Tanne, der alte Familienstreit. Der Vater sucht die Tanne aus und die Mutter sagt in jedem Fall, ja, die ist doch da hinten, hat die doch ein Loch. Die ist aber doch total schief gewachsen. Und mein Vater sagt jedes Jahr, seitdem ich auf der Welt bin, dass es die schönste Tanne ist, die er jemals gekauft hat. Das sagt er jedes Jahr. Und meine Mutter sagt jedes Jahr, dass die irgendwie krumm wäre. Und mein Bruder und ich sagen dann traditionsgemäß, mein Gott, ist die klein. Und dann ist mein Vater kurz traurig und nachher ist alles super. Keine Bio-Bäume, weil die riechen alle nach Katzenpisse. Ich habe letztes Jahr eine Nordmann-Tanne gehabt, habe die gepflanzt und die ist nicht gewachsen im Boden, die ist einfach krepiert. Was nützt mir die beste Nordmann-Tanne, wenn ich dann eben nicht die 2 Jahre benutzen kann? Die Nordmann-Tanne ist halt nichts für Geizkragen. Nein, die Nordmann-Tanne ist sowas wie der Michael Schumacher unter den Weihnachtsbäumen. Ohne Ecken, Kanten und Charakter, aber aus irgendeinem Grund eben der Beste. Nur die Ossis kaufen immer noch die billigen Randfichten. Sie wissen schon, die am äußersten rechten Rand der Schonung stehen. Das Dumme an der Nordmann-Tanne ist, sie riecht nicht. Sie riecht nicht. Also die Nordmann-Tanne ist im Prinzip das alkoholfreie Bier. Das ist im Prinzip die Sojawurst, das ist im Prinzip der Elektrogrill. Ja, das darf man alles nicht machen. Also wenn schon, dann echt. Keine Nordmann-Tanne. Noch besser als die Nordmann-Tanne ist nur noch die extrem seltene Nordfrau-Tanne. Die wird nämlich von nymphomanen norwegischen Abiturientinnen eigenmündig aufgeblasen. Tja, wer schaut da nicht gerne zu? Oh wie, oh du Fröhliche! Das beliebteste Weihnachtslied aller Zeiten ist... Last Christmas I gave you my heart. Okay, geschenkt. Aber das zweitbeliebteste Weihnachtslied aller Zeiten ist Oh du Fröhliche. Oh du Fröhliche. Von wem ist das eigentlich? Das ist nicht von James Last, oder? Nein, es ist vom Deutschen Einzelhandelsverband und der Text geht so. Oh du Fröhliche, oh du selige, gnadenlos gewinnbringende Weihnachtszeit. P wie Plätzchen backen. Sie kennen vielleicht das Sprichwort, wenn der Himmel sich rot färbt, backen die Engel Plätzchen. Das stimmt natürlich nicht. Aber was sich beim Plätzchenbacken rot färbt, ist der Kopf von Mutti, weil sie genervt ist. Oder die Augen des älteren Bruders, weil er Haschplätzchen gemacht hat. Mit den Kindern den Teich ausrollen und dann diese Plätzchen backen, die dann hinterher so schön dröhnen. Und es kommt natürlich darauf an, was für Zutaten man reintut, aber die Kids haben immer was dabei, das ist schön. Ja, einmal im Jahr wird der Ofen in der Küche nicht nur dazu benutzt, um die Tiefkühlpizza warm zu machen. Dann versammeln sich alle am Küchentisch, der Teig wird ausgerollt und Plätzchen werden ausgestochen. Ich fand den Teig immer unheimlich lecker. Wenn die Dinger dann gebacken waren, konnte man die einfach nicht mehr essen. Dabei gibt es alle nur denkbaren Formen. Herzchen, Sterne, Engel oder Nikoläuse. Dann werden die Plätzchen noch garniert. Jetzt probiert jeder eins, den Rest tut Mutti dann in eine Dose, deren steinhart gewordenen Inhalt sie dann 5 Monate später in den Müll wirft. Quengelnde Kinder. Kinder stehen Weihnachten immer unter besonderem Stress. Da haben sie mit viel Mühe 3 Waschkörbe voll Wunschzettel an den Weihnachtsmann geschickt und dann kommt der alte Sack noch nicht mal mit der Xbox rüber. Was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Die Kommunikationswege sind ja auch einseitig. Man kriegt ja nichts zurück bis zur Bescherung. Und wenn dann das gewünschte Trikot anstatt von Borussia Dortmund vom FC Bayern ist, dann hat der Weihnachtsmann versagt. Nein, dann haben die geizigen Eltern versagt. Und natürlich quengeln die Kleinen dann auch mal. Aber wer kann ihnen deshalb schon böse sein? Ja, das ist halt immer so, dass die Eisenbahn und sagen wir, die Rennbahn aufgebaut, sieht aber gar nicht so aus, wie die im Fernsehen aussah. Und die ganzen Spiegel, die man dann da im Fernsehen gesehen hat, war im Fernsehen aber alles viel spannender. Und so kenne ich das nämlich auch. Ja, aber wenn die Kinderaugen doch leuchten vor lauter Vorfreude und Besinnlichkeit. Also ätzend.
Ich mag sowieso, glaube ich, keine schreienden Kinder. Nee, mag ich nicht. Ja, aber den wahren Geist Christi Geburt sieht man doch nur noch in den Augen der kleinen Racker glänzen. Wem geht denn da nicht das Herz über? Wenn ich Kinder hätte, würde ich dir nicht so viel Zeug schenken. Wir würden mal links und rechts eine geknallt kriegen. Quengelnde Kinder an Weihnachten gehört einfach links und rechts eine runtergescheuert, da sie nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Tja, also, ob das so richtig ist? Okay, ja. R wie Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Den braucht doch kein Mensch, oder? Ich glaube, ich habe sogar so eine Puppe da, mit so einer Gitarre. Der singt das da. Und das geht dann den ganzen Abend. Den ganzen Abend drücken die Kinder da auf die Gitarre. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Da, 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 da. Oh, geh weg mit. Rudolf ist doch ein deutscher Name. Nein, das ist Englisch. Rudolf kenne ich nicht. Ein Rentier. Rentier. Ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, so gern ich es alles habe, ich glaube nicht an Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Ich glaube, da belügt man uns. Ich glaube, den gibt es nicht. Ich glaube, der Weihnachtsmann hat gar keine Rentiere. Hat er wohl? Hier nochmal die ganze Geschichte von Rudolf. 1952 gab es den großen Weihnachtsmännerstreik. Sie waren es leid, die Geschenke zu Fuß oder auf dem Einrad auszutragen. Und so gründeten sie eine Gewerkschaft und forderten Schlitten und Rentiere für alle. Mit Erfolg. Seitdem ist jedem Weihnachtsmann ein Rentier tariflich zugesichert. 1961 dann fuhr der Aushilfsweihnachtsmann Kimi Korndrinken sein vorderstes Rentier Rudolf besoffen vor einen Baum. Seitdem hat Rudolf eine rote Nase. Kimi Korndrinken verlor seinen Führerschein und muss nun wieder zu Fuß gehen. Ja, so war das. Es wie Selbstgebasteltes. Das Schönste an Weihnachten sind natürlich die Geschenke. Vorausgesetzt, es ist nichts Selbstgebasteltes. Kann ich wieder basteln? Nein, basteln ist Mist. Erstmal kaufen Sie im Bastelladen tonnenweise Krempel. Dafür geben Sie so viel Geld aus, dass Sie davon 2 bis 3 richtige Geschenke bekommen hätten. Dann sitzen Sie nächtelang da und kneten und malen und föhnen und pumpen rum und... Was kommt dabei raus? Ein undefinierbarer Klumpen, der sogar zum Reinaschen zu hässlich ist. Man sagt ja immer, wenn jemand was mit Liebe schenkt, so selbst gebastelt, dann kommt es natürlich besonders vom Herzen, aber ganz ehrlich. Also. Da gibt es dann irgendwie aus Knete gebastelte Schneemänner oder irgendwie aus Stroh gebastelte Sterne. Da wird irgendwas zusammengeschnitten, dass man sie ans Fenster hängt. Braucht kein Mensch. Aber man muss es schön finden. Da fängt die Heuchelei da schon an. Nimm's doch und schmeiß es weg. Ja, wenn ich mal Mutter bin, werde ich meinen Kindern relativ schnell genügend Geld zur Verfügung stellen, damit sie mir schöne Geschenke kaufen können. Sperrmüll ist im Januar wieder. Völlig richtig. Wir empfehlen, lieber am 23. Dezember um 7:05 durch die Kaufhäuser rennen, ratlos durch die Abteilungen hetzen und dann am Ende doch wieder ein Parfum aus der TV-Werbung kaufen. Da freut sich die Frau zwar auch nicht drüber, aber sie haben wenigstens 80 Euro ausgegeben. Und auf die Geste kommt es ja schließlich an. T wie Tankstelle. Heiligabend 16 Uhr. Auf dem Weg zu den Eltern beschleicht einen das komische Gefühl, noch etwas Wichtiges vergessen zu haben. Richtig, da war doch was. Geschenke! Ja, und was für ein Glück, dass es Tankshops gibt. Diese edlen Herrenboutiquen, bei denen es sogar auch Benzin geben soll, decken einen mit dem Nötigsten ein, was man braucht. Mopsmagazine, Kippen und Bier. Ja, das ist ja die Rettung. Das ist ja die Rettung so manches Weihnachtsfestes. Die Tankstelle, wenn das Essen verbrannt ist. Die Kartoffeln sind angehangen. Wenn die Leute wieder vergessen haben, ordentlich einzukaufen, dann wird noch schnell zur Tankstelle gefahren und die Erasco-Bohnensuppe gekauft. Vielleicht mal Tankgutscheine schenken dieses Jahr, fällt mir dazu ein. Das erste Geschenk geht an Mutti. Eine XXL-Schachtel Mancherie für schlappe 16,95 Euro. Vati bekommt einen Gutschein für einmal Heißwachs. Und wem die Flasche Tosca zu teuer ist, der kann Tante Hilde auch einen Wunderbaum schenken.
Die Tankstelle ist ein wunderbarer Ort. Und welcher Verwandte freut sich nicht über ein duftendes Toastbrot als Geschenk? Einige Aral-Tankstellen bieten an Heiligabend einen Extra-Service an und verpacken einem alles gern mit den Papiertüchern, mit denen man sonst den Ölstab abputzt. Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen doch die letzte Gelegenheit war, noch ein adäquates Geschenk zu erstehen. Und wenn man dann vielleicht vorher schon das Papier käuflich erworben hatte, dann hat man wahrscheinlich mit 2 Litern Frostschutz richtig Freude ausgelöst. Man kann alles nachkaufen, man kann hingehen. Das ist auch, also danke an alle Tankstellen und Tankwarte. Puh, geschafft. In letzter Minute hat man alle Geschenke zusammen. Weihnachten kann kommen. Jetzt schön agib sein und schnell nach Hause. Das Esso ist fertig. Frohe Weihnachten in Excelsis Dea. U wie umtauschen. Was ist klein, bunt und am zweiten Weihnachtstag kaputt? Richtig, Spielzeug. Und das kommt so. Nach 16 Tassen Feuerzangenbowle am Heiligabend wacht Papa nachts um 3 auf der Couch auf und muss aufs Klo gehen. Dabei tritt er barfuß in Kevins neues Playmobil-Piratenschiff. Den Fuß kann man zwar nicht umtauschen, das Piratenschiff schon. Also steht Mutti am 27. Dezember morgens um 6 Uhr völlig verquollen auf und stellt sich in die Warteschlange von der Karstadt Spielwarenabteilung. Es gibt ja diesen Lieblingssatz von Verwandten: Wenn es dir nicht gefällt, kannst du es gerne umtauschen. Aber ich möchte gerne dieses Geschäft finden, wo man irgendwie 2 Daffy Duck Socken gegen einen Commodore 64 eintauschen kann. Und genau aus diesem Grund hat man eines Tages eBay erfunden. Damit man den ganzen furchtbaren Schrott und Nippes an irgendeinen anderen verticken kann. Vor dem Geschenkeumtausch fällt übrigens grundsätzlich der Satz: echt schön. Nee, ehrlich, du, kann ich gut gebrauchen. Was dann so viel bedeutet wie: Bekomme ich noch einmal eine Flasche Wäschesteifer von dir geschenkt, lass ich mich scheiden. Ich glaube, man nimmt es so, wie es kommt und schmeißt dann weg. Und holt es dann wieder raus, wenn der Besuch wieder da ist. Da muss man natürlich eine Strategie entwickeln, aber dazu gibt es Computer und Programme. Finde ich nicht gut. Also ich finde, Geschenke, die man nicht mag, sollte man ehrenvoll in den Schrank tun und 1-2 Jahre später wegwerfen. V wie Verpackungsmüll. Wer verdient eigentlich am meisten Geld mit Weihnachten? Die Spielzeughersteller, die Kerzenmacher oder die Weihnachtsbaumverkäufer? Na, alles falsch. Natürlich sind es die Geschenkpapierhersteller. Mit dem Geschenkpapier, das in einer mittelgroßen deutschen Stadt an Heiligabend zusammenkommt, könnte Christo locker die gesamte Erde verhüllen. Oder sogar Ottfried Fischer. Verpackungsmüll. Je mehr, desto besser. Ja, finde ich auch. Jedes Jahr müssen rund 800.000 Indios in Brasilien umgesiedelt werden, weil die Bäume für Sternchen- und Engelchenpapier gebraucht werden. Die Folge? In deutschen Wohnzimmern stapelt sich an Heiligabend der Müll bis zur Decke. Nicht selten kommt es dann beim Aufräumen vor, dass der Familienhund aus Versehen mit weggeschmissen wird, weil er sich unter dem Müllberg verkrochen hatte. Viele Tiere werden erst in letzter Sekunde am Fließband der Müllverbrennungsanlage aussortiert. Manche schaffen es aber auch nicht. Deshalb unser Tipp: Kaufen Sie sich einen neuen Hund oder benutzen Sie kein Geschenkpapier. Schließlich waren Kaspar, Melchior und Balthasar ja Könige und keine Müllmänner. W wie Wer bringt die Oma ins Heim zurück? Weihnachten, das Fest der Familie. Zeit, mal wieder ins Heim zu fahren, um nachzugucken, ob die Oma noch lebt. Und wenn man schon mal da ist, dann kann man sie auch gleich mit nach Hause nehmen und für einen Abend so tun, als sei man ein Familienmensch. Die Oma bleibt ja dann gelegentlich da, aber man soll die Omas ja nicht unterschätzen. Die sind auch froh, wenn sie irgendwann dann wieder zurück können. Zu Hause wird Oma dann in den Ohrensessel neben den Baum gesetzt. Dort schläft sie ein und wird erst zur Bescherung geweckt. Dann tut sie so, als würde sie sich über die Großpackung 4711 echt Kölnisch Wasser wahnsinnig freuen. Gegen 22 Uhr stellt dann irgendjemand die Frage: So, und wer bringt die Oma jetzt zurück nach Hause? Also muss Papi mit seinen 2 Promille doch nochmal los.
Nee, Oma ist ehrlich gesagt immer mit dem Bus zurückgefahren. Gegen Mitternacht ist man dann zurück im St. Vinzenz Stift. Also, tschüss Oma, bis zum nächsten Jahr. X wie Xmas. Vor ungefähr 50 Jahren kaufte Coca-Cola die weltweiten Vermarktungsrechte des Weihnachtsfestes. Und als erstes benannten sie Weihnachten um in Xmas. Xmas, ja. Das heißt ja einfach, bei uns heißt es Weihnachten. Seitdem hat sich das Fest ein ganz kleines bisschen von seinen christlichen Ursprüngen entfernt. Wie das entstanden ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass die das halt so schreiben und dass jeder weiß, Xmas heißt Christmas. Ja, das mit dem X habe ich auch wirklich lange nicht verstanden. Also das hat irgendwie so 20, 30 Jahre meines Lebens in Anspruch genommen, bis ich verstanden habe, dass das Xmas eigentlich Chris wie Crossmas. Ich glaube, jetzt habe ich vielen Leuten das auch erklärt. Genau, Xmas, also eigentlich Chris wie Crossmas. Total logisch. Auf jeden Fall sind die Menschen völlig begeistert von Xmas. Warum müssen wir eigentlich immer diese Scheiße aus Amerika übernehmen? Wir feiern Halloween, wir hören Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Warum singen wir nicht einfach O du Fröhliche? Warum? Ganz einfach. Was wollen wir denn lieber? Weihnachten mit dem hier? Oder Xmas mit dem hier? Na? Ja, das dachte ich mir. Also, Merry Xmas, everyone. Y wie Yves Saint Laurent Parfum. Wenn es an Heiligabend in der eigenen Bude riecht wie in einem tschechischen Saunaclub, dann wurde mal wieder Parfum verschenkt. Für Parfum gibt es so viele wunderschöne eine schöne Geschichte erinnern. Es gab ein Jahr, da hat meine Schwester, ich glaube, 13 Seifen geschenkt bekommen und war völlig verzweifelt. Es war nett gemeint, weil sie mag Seifen. Aber das sind so Sachen, man sollte nicht zu viel Seifen und Parfums verschenken. Das kann in die Hose gehen. Das kam in so einem riesengroßen Flakon, ja, mit einem schwarzen Deckel und es hat gestunken wie die Pest. Also ich mochte Yves Saint Laurent Parfums übrigens. Mit Parfum auf dem Gabentisch kann man nicht wirklich etwas falsch machen. Selbst wenn Fatih nicht so sehr auf den Duft von Davidoffs Cool Water steht, wird er sich dennoch freuen, wenn er merkt, dass er damit problemlos seinen Rasenmäher betanken kann. Und Mutti ist begeistert über ein kleines Fläschchen Job for Women. Es muss ja nicht jeden Morgen Doppelkorn zum Frühstück sein. Ist Großmutter schon alt und tüdelig? Einfach mal diesen Trick ausprobieren. Anstatt eines teuren Deo-Sticks einfach einen Pritt-Klebestift schenken. Das spart Geld. Nachdem dann jeder seine Parfümflaschen ausgepackt und ausprobiert hat, wird es Zeit, die Wohnung mal ordentlich durchzulüften. Aber bitte dabei darauf achten, wie der Wind steht, sonst sterben die Nachbarn. Frohes Fest! Z wie Zimmerbrand. Zu Weihnachten macht man es sich zu Hause so richtig schön muckelig. Mutti legt überall Tannenzweige aus und schmückt den Baum mit echten Kerzen. 3 Stunden später sieht die Bude dann so aus. Adventskranz, der ist bei uns jedes Jahr abgebrannt. Einmal ist fast die Küche abgebrannt, weil der Adventskranz irgendwie vergessen wurde, als alle dann zur Bescherung weggerannt sind. Oh, das ist ja uns auch mal passiert. Es gibt ja viele Kinder, die meinen, ein Weihnachten ist kein richtiges Weihnachten, wenn es nicht gebrannt hat. Also das hat natürlich auch Unterhaltungswert. Man sollte eben halt sehen, dass man dann möglichst schnell löscht und dann weitergeht im Weihnachtsfest. Ja, nichts gibt einen besseren Brandbeschleuniger ab als ein Haufen Geschenkpapier, trockene Tannenzweige und die Haarspray-Frisur von Oma. Aber andererseits nicht so vorschnell urteilen. Vielleicht waren es ja gar nicht die weihnachtlichen Kerzen. Vielleicht ist Tante Erika ja auch nur mit der Kippe auf dem Sofa eingepennt. Oder der Wasserkocher hatte einen Kurzschluss. Oder der Computer hat das mit dem Brennen irgendwie falsch verstanden. Einzig Schöne an Weihnachten, ja. Wenn du mich fragst. Ja, einfach abgefackelte Bude. Ja, soll die Versicherung doch eine neue hinstellen? Ja, mir ist das so scheißegal. Jedes Jahr. Die Menschen sind einfach, die werden nicht schlauer. Oh mein Gott, Gott bewahre. Das kann mit Sicherheit sein, wenn man wie ich anstatt Lichterketten richtige Kerzen benutzt. Also ich werde auf jeden Fall zusehen, dass unser Weihnachtsfest dieses Jahr nicht bei der Feuerwehr endet. Genau. Nehmen Sie sicherheitshalber keine echten Kerzen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.
Oh.